Was jedoch ein Problem ist, ist der Boss hier. Die vier Könige, von denen wir schon jetzt ein paar Mal was gehört haben. Die werde ich dann nämlich erst etwas später angehen. Wahrscheinlich sogar als, ups, das war getrunken, ich wollte aber nicht trinken. Ich krieg den Wanderfluch nicht ausgewählt. Wah. So, jetzt habe ich ihn aber. Und du kannst mir gar nichts mehr. So. Nochmal zwei Wanderflüche, sehr schön. Gut, dann geht es jetzt los durch die Ruinen von Neulondo. Ach, ich lasse mal den Wanderfluch am besten drin. Weil so schnell dürften wir nicht so viel Schaden nehmen. Das Blöde am Wanderfluch ist halt eher... Man kann ihn nicht erneut einsetzen, solange er noch aktiv ist. So. Hier ist nichts drin. Und wir müssen erstmal geradeaus weiter. So, uns kurz zurückziehen. Dann kommt nämlich gleich ein Geist um die Ecke. Genau der da nämlich. So, und dann kümmern wir uns um die Kompanie hier. Weil hier tauchen gleich drei Stück auf. Ja, und man merkt, sie machen uns nicht sehr viel Schaden. So. Gezackte Geisterklinge nehmen wir mal mit. Wissen nicht, wann wir sie gebrauchen können. Okay, und wir sind schon mitten in Neulondo. Den Aufzug können wir noch nicht benutzen. Ah, wir können uns aber mit dem Typen anlegen, der uns hier sich in der Wand versteckt. So. Mal kurz heilen. Und da ist kaputt rollen. Wir haben ja genug Wanderflüche, also können wir uns etwas Zeit lassen. So, die Treppe runter. Und den da töten in der Wand. So. Pariert euch. Gut. Großer Kapellenraum. Da drüben sehen wir eine Truhe sogar. Aber an die kommen wir von hier aus nicht. Denn diese Truhe ist mein erstes Ziel. Du kannst ruhig aus dem Boden kommen, so elegant. Ich töte dich trotzdem aber einfach. So, und die Banshee. Wow, vorsichtig sein. Zwei Wanderflüche. Da haben wir schon mal 8. Sehr gut. Dann geht es jetzt hier durch. Und hier hoch. Jetzt sind wir nämlich genau auf der anderen Seite von diesem Gebäude hier. Von dieser alten Kirche, könnte man fast sagen. Und da oben haben wir noch einen Geist. Der jetzt einfach mal so durch den Boden schlägt. Oder für uns so gesehen durch die Decke. So. Ey, komm runter. Das ist nicht lustig, wenn du nicht runterkommst. Au. So. Stirb einfach. So. Dann könnten wir hier runter gucken. Das ist so ziemlich nutzloseste überhaupt, wenn ihr mich fragt. So, hier runterrutschen, weil hier unten ist eigentlich nichts, außer dass wir uns den Hals brechen können. Und die beiden Geister von hier aus anballern. So. Den einen. Geister wegballern geht zum Glück relativ schnell. Also ja, die Geister hier halten echt nichts aus. Ah, aber den da treffen wir nicht. Und ich habe keine Lust, darüber zu ihm zu balancieren. Deswegen holen wir uns einfach von oben. So im Großen und Ganzen ist diese Treppe nämlich ziemlich nutzlos. So, einfach einmal hier durchrennen. Und warten, gleich müsste er dann hochkommen.
So. Aber er droppt leider nichts. Gut. So wie ich meinen Wanderfluch kenne, hält er nicht mehr lange. Deswegen genießen wir mal kurz die Aussicht hier. Wer baut eigentlich eine Stadt in eine riesige Höhle? So, genau, Wanderfluch ist aus. Das Einzige, was wir haben, ist da drüben die riesige Mauer. Aber ansonsten ist das hier nur ein riesiges Höhlensystem, eine riesige Höhle. Kein Ort, an dem ich leben möchte, wenn ich ehrlich sein soll. So, das dürfte jetzt an Wanderflüchen aber reichen. Jetzt müssen wir erst einmal die Jungs von dort unten aus anlocken. Und hier aus der Kirche, aus der zweiten Kirche oder aus dem Gebäude hier eigentlich, müssten auch noch gleich zwei Stück genau rauskommen. So. Aua. Etwas zurückfallen lassen. Und den rankommen lassen. Ja. Und totschlagen. Ich habe nämlich keine Lust, da runterzufallen. Absolut keine Lust. So, jetzt muss ich mich um die im Wasser kümmern. Die sind nämlich extrem garstig, die drei, die hier sich hier im Wasser verstecken. So, zwei habe ich. Wo ist der dritte? Da. Genau. Die drei Wassergänger habe ich. Hier ist ein Tod, eine Sackgasse, ein Dead End. Hier geht's jetzt weiter. Und zwar zerhauen wir erst einmal hier ordentlich das Mobiliar. Zerhauen den und dann kümmern wir uns um die Banshee. Bevor die uns nämlich mit Blitzen beschmeißt. So. 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 Ja, ich brauche gar nicht wegrollen. Ich kann ihn auch einfach so eine verpassen. So, nochmal Wanderflüche. Sehr schön. Gut, aber gucken wir uns weiter hier erstmal um. Hier gibt es nämlich noch mehr als genug Geister, die auf uns warten. Unter anderem der da in der Wand. Und der hinter uns. Dieses Gebäude ist nämlich das letzte Gebäude, was Geister-Intus hat. Wenn ich das so nennen darf. Wow. Da sind noch welche. Nämlich einer kommt aus dem Boden und einer kommt da oben aus der Wand. Das ist irgendwie doof mit den Geistern, wenn sie da oben in der Wand stecken. Und man sie nicht erwischt. Ja, jetzt genau, jetzt bist du hier unten. Und du hast sogar noch was. Noch ein Wanderfluch. Okay, trinken wir mal einen Schluck. Und gucken uns dann noch hier unten um. Also erstmal könnten wir hier rausgehen natürlich. Aber wir können auch noch hier nachgucken. Hier ist schon mal nichts. Hier ist aber was, was ich manchmal sehr wichtig finde. Der Fluchbissring. So. Oh, und noch ein Wanderfluch. Mhm. Man merkt, die Geister sind kein Problem mehr für mich. So, gehen wir mal kurz hier raus. Denn wir dürften jetzt eigentlich alle Geister erledigt haben. Was wir nur nicht machen sollten, ist da reinplumpsen jetzt. Deswegen gehe ich vorsichtig an die Leiche und sammle die grüne Scherbe ein. Ja, wir riskieren unser Leben für eine grüne Scherbe. So, den hier haben wir erledigt. Von der Seite, von der anderen Seite. Hier sieht man nämlich normalerweise noch seinen allerwertesten. So. Hier oben ist noch ein Gegenstand.
Und ja, wir müssten eigentlich alle Geister jetzt haben. Deswegen Menschlichkeit einsammeln. Geht es jetzt noch hier rüber auf das Dach von dem Gebäude. Was schon irgendwie ein bisschen noch aussieht wie so eine Art Kirche oder so. Oder ein Waisenhaus könnte das sogar sein. Was ziemlich übel wäre eigentlich. Hier ein Leichenhaus, ja. Entschuldigung, ein Waisenhaus hier so zu finden. So. Und dann kommen wir hier einfach wieder rein. So. Jetzt heißt es den Kamin nach oben und der Wanderflug ist abgelaufen. So, ich habe Glück, hier ist kein Gegner mehr. Aber hier ist jemand Wichtiges, der auf uns wartet. Und zwar kennen wir diese Kostümierung ja bereits schon. Wir haben sie nämlich in der Schandstadt gefunden. Oh, und da drüben ist ein großes Loch. Ja. Fällt hier nicht sogar irgendwo durch ein Loch in der Decke Licht rein? Oder war das dadurch? Ich glaube, das war dadurch. Okay, hallo Typ. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Ja, wir kriegen von ihm den Siegelschlüssel. Den kriegen wir allerdings nur, weil wir das Lord Vessel haben. Also wäre es sinnlos gewesen, früher zu ihm zu kommen. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal. And open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Also ja, wir haben den Schlüssel gekriegt, aber das bringt uns nicht jetzt. Okay, und im Augenblick bringt uns das was, aber er hat gesagt, die vier Könige befinden sich in einer Leere, die man den Abyss nennt. Also ja, auf Deutsch war es eine Kluft, die man den Abgrund nennt, aber im Original hat er gesagt, Void called the Abyss, also eine Leere, die man den Abyss nennt. Und ja, da müssen wir gegen die Four Kings kämpfen. Allerdings, wenn wir den Abyss einfach so betreten, werden wir von ihm verschlungen. Wir müssen also erst Ritter Artorias finden. Und dank Alvina, die wir im Finsterwurzgarten getroffen haben, haben wir so eine Ahnung, wo sich Artorias befindet. Sie hat nämlich sein Grab erwähnt, was dort liegt. Aber das haben wir ja gemieden, das Grab, als wir damals da waren. Und das werden wir weiter meiden, bis wir die Four Kings selber angehen wollen. Hello there. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Ja. Bei ihm könnten wir einen Fluch brechen lassen, wenn wir denn verflucht werden. Oder wir können Wanderflüche kaufen oder sogar Fluchabwehr. Ein eigentlich ziemlich interessanter Zauber. Zauber des rotgekleideten Heilers Ingvard, Hüter des Siegels in Neulondo, opfert Menschlichkeit zur Fluchaufhebung. Ich weiß nicht, ob das soweit stimmt, ich habe es noch nie ausprobiert. Ob das wirklich Dingsy kostet Menschlichkeit, wenn man mit dem Zauber einen Fluch aufhebt. Wem abscheuliche Flüche am Wesen nagen, der muss sich von seinen Flüchen reinigen. Was wahrscheinlich keine leichte Aufgabe ist. Also Gegenstände hat er nichts Interessantes für uns. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words. The Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. Nein, das haben wir auch nicht vor. New Londo was marked. They were